Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Ich muss sagen, ich bin jetzt gerade ein bisschen. Also, jetzt bin ich total irritiert. Das muss ich jetzt echt sagen. Ich wollte jetzt eigentlich in dem Video die nächsten 8 Challenges machen. What the fuck? Ist das euer Ernst? Ein einziges Match kann man jetzt machen nach 24 Stunden. Okay. Ja, dann machen wir das mal. Also, ich denke mal, es wird wahrscheinlich jetzt jedem ähnlich gehen, der das jetzt macht. Also das, ich kann das gar nicht begreifen gerade. Naja, dann machen wir es mal schnell. Gleich mit dem Wasserspeierjäger rauskommen. Jetzt lassen wir hier nichts mehr anbrennen. Ja, das war's dann. Schon gewesen. Was? Ah! Nee. Jetzt. Okay. Das hätte mich auch gewundert, ey. Also ehrlich. Also jetzt bin ich doch beruhigt. Jetzt bin ich doch beruhigter. Ja. Ist eigentlich wurscht jetzt. Ehrlich, bei dem Match ist es echt egal. Armor Fry. Jetzt wollen wir tanzen mit dem Teddy, lassen wir nochmal tanzen, ist jetzt eh wurscht. Okay. Ich wäre jetzt echt enttäuscht gewesen. Also wenn das nur ein Match in 24 Stunden gewesen wäre. So, ja. Bringen wir gleich mal Haley raus. Als nächstes die Linda.
Dr. Zoidberg. Die PTA-Rivalität. Chris. Quagmire. Nierenkiller. Und das war's. So. Teddy Mac, Express-Chef. Teddy. Braumeister Teddy. Bullock. Mac. So, und jetzt ist Fry und dann ist auch schon wieder erledigt hier. Hank. Zack, fertig. Ach, das sind so entspannte Matches, das ist so easy, herrlich. Ist richtig chillig. Muss ich nochmal gucken, was in meiner Gilde besprochen wurde. Ja, das kann man mal ganz kurz hier nochmal angehen, das Thema. Wir waren ja echt am Überlegen gewesen, was wir machen. Wie führen wir die Gilde weiter? Also, wir haben uns entschlossen dazu, also haben hauptsächlich Tetsuo und ich entschieden. Muss dazu sagen, Tetsuo ist momentan der stärkste Player bei mir in der Gilde. Und ja, mit dem habe ich das Ganze so ein bisschen abgeklärt. Wie machen wir weiter? Bin ja offen für alles. Alle anderen haben sich irgendwie aus dem Thema rausgehalten oder haben sich enthalten. Ja gut. Wir haben dann einfach mal gesagt, alles klar, wir geben weiterhin auch Anfängern eine Chance bei uns. Definitiv. Ja. Das muss keine Super-Elite-Gilde werden, wo man nur mit Up-Level, keine Ahnung, 7 oder 8 reinkommt. Also ein Anfänger kann auch rein. Das Einzige, was wir eigentlich von euch fordern, oder was wir möchten, ist, dass ihr aktiv seid. Es gibt diesen Bonus für alle Mitglieder. Ab einer gewissen Anzahl von aktiven Mitgliedern, das sind 45, hat man dann den höchsten Bonus, kriegt ihr alle 50% mehr Münzen bei jedem Gewinn. So bedeutet also, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn wir diese 45 aktive Mitglieder haben, dazu zählen, also alle, die rot sind, die Tetsuo meinte, das sind die, die 48 Stunden lang nicht gespielt haben, ja, die zählen halt dann nicht mehr dazu. Das heißt also, wenn wir 6 Leute in der Gilde haben, die länger als 48 Stunden nicht gespielt haben, haben wir schon nicht mehr den höchsten Bonus.
Und das sollte eigentlich ja nicht so sein. Ne? Damit wir alle davon profitieren können und wir aber nicht gleich den ersten rausschmeißen, wenn er inaktiv ist, haben wir gesagt, okay, wir machen das folgendermaßen. Sollten wir plötzlich nur noch 46 Aktive haben, also eins noch vor dieser Grenze, dann schmeißen wir die Inaktiven raus. Okay, also dann fliegen die Roten raus. Das heißt also, hat jeder, wenn er mal wirklich mal zwei, drei Tage nicht aktiv ist oder so, hat er immer noch die Chance, wieder reinzukommen. Aber dann muss er das auch machen. Jo, das zu diesem Thema. Aber nach wie vor sind auch Anfänger bei uns willkommen. Heißt ja nicht, dass ein Anfänger schlecht spielt oder auch sich in der Gilde nicht gut beteiligen kann. Das ist ja Quatsch. Wir haben ja alle mal angefangen, ne? So. So. Da kommen wir dann auch schon zu Moritz. Der wünscht sich die ganze Zeit schon, Mitglied der Gilde zu werden. Ich habe mir jetzt schon ein paar Mal nach seiner Player-ID gefragt. Moritz, gib mir einfach deine Player-ID und dann kannst du von mir aus reinkommen. Gerne. Freue mich. So, Nierenkiller oder der Yachtclub. Dann machen wir den Nierenkiller da rein. Hank. Chris. No. Nein, mal den Running Back, Hank. So. Jetzt sind wir definitiv in dieser Runde durch. Holy crap. Ja, Mann. So, das dürfte jetzt der letzte Kampf sein. Das ist der letzte Kampf, jawohl. So. Teddy oder Chris? Was meint ihr? Na, mein Teddy. Teddy auf die 1. Das ist mein Tanzen. You bastard. Sorry, baby. So, Hank oder Chris? In dem Fall entscheide ich mich für Chris. Warum? Weil ich 3 Karten mit ihm kombinieren kann. So, jetzt haben wir den Busfahrer, dem die Eltern nicht trauen. Hier haben wir, nehmen wir den Busfahrer, den Eltern nicht trauen. Wow, den habe ich noch nie gesehen. Rocker Bullock. Den kenne ich noch überhaupt nicht. Den ist schon gar nicht auf dem Plan. Tja. So schnell wie er da war, war er schon wieder weg. Jo.
Jetzt lasst uns nochmal schauen. Das nächste Mal machen wir 26. Okay. So, wie viel haben wir denn jetzt schon? Was brauche ich dafür? 25 Punkte für mein erstes Rare Pack. Okay, alles klar. So, jetzt schauen wir nochmal hier rein, was wir erforscht haben. Ich war jetzt, glaube ich, bei Bill, fürs Deck soweit vorzubereiten. Jawohl. Waschbrett Bill. Und der Bulldozer. So. Ich werde mich jetzt ins Bett legen. Damit das Ganze hier noch Sinn macht. Jetzt machen wir das mal Teddy. Und dann nehmen wir noch Mac mit rein. Es kann erstmal 6 Stunden lang geforscht werden. Das ist gut so. So, damit ist das Thema auch vom Tisch. Und jetzt schauen wir nochmal in die Geld rein. Was haben wir denn als Thema gehabt? Da hat sich Tami bedankt. Ja, cool. So, wie schaut es momentan in der Gilde aus? Können wir ganz kurz gucken. Das ist das, was ich gemeint habe. Jetzt haben wir 205. Und damit ein bisschen schlechter geworden. Heute Morgen noch 209, okay. Tetsuo, Pavlo. Jack Crispy ist auch auf Level 10. Ethan S271 ist auch auf Level 10. Skippy auf Level 11. King Essa auf 10. Okay. So. Jetzt zeige ich euch das mit den Boni. Und da sieht man das, seht ihr, hier. Bei 45 aktiven Mitgliedern gibt es 50% mehr Münzen. Ja. Und das für alle. Also insofern, ich werde an den Einstellungen nichts ändern. Das heißt also, wie gesagt, auch wenn ihr Level 1 seid oder so, ist es völlig wurscht. Ihr könnt mit reinkommen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es dann weitergeht. Ihr seid auf jeden Fall herzlich willkommen. Und ja, ich freue mich. Alles klar, ich wünsche euch was. Macht's gut, bis dann und tschüss.